kommen schon mit Ideen in die Schweiz, aber es wird noch viel strenger. Wir sind hier mitten in Zürich und zwar treffen wir hier einen Spieler vom HC Lugano, der Center, der Luca Conti. Und mit ihm gehen wir jetzt heute mal ein bisschen schwitzen in dem Sommertraining. Komm da. Schon ein bisschen fest. Luca, wir sind jetzt so in Zürich. Wieso sind wir in Zürich im Sommertraining und nicht irgendwo schön im See zu Lugano? Ja. Wir wohnen ja auch immer. Wir haben das auch gemacht mit dem Rolli, dass ich im Sommer da sein darf, weil das ja in der Nähe von der Familie, also von den Grosseltern. Und wir genießen es immer sehr. Und das Training da ist auch super. Also, ist gut, ja. Ja. Ah, Schuhe. Hä? Schnuck der Schuhe. Ja, das ist sicher weg der Schuhe. Schnuck der Schuhe. Du hast 5,5 Jahre im ZSC gespielt, hast nachher gewechselt zum HC Lugano jetzt auf die letzte Saison und du hast den ZSC wieder getroffen im Playoff-Final. Wie lange hat es gebraucht, bis es verdaut war, auch bei dir persönlich? Ja, es ist sicher eine Zeit gegangen, vor allem am Anfang ist sie. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass jetzt das wirklich passiert ist. Ich dachte, ja, es ist, vielleicht gibt es doch noch Spiele, weißt du, so in dem Sinn. Aber es ist sehr emotional. Ich bin die Sachen passiert, also passiert damals aus einem Grund. Und wenn es nächstes Jahr wieder eine Chance. Wir haben eine super Teamleistung gehabt, wir haben uns durch alle Serien. Sind wir näher gerückt, habe ich das Gefühl. Das Team ist wirklich jedes füreinander gegangen. Und dass es jetzt am Schluss nicht geklappt hat, ist schon schade. Ja, aber ich würde sagen, wir haben doch viele in Lugano auch ausgelöst. Wir haben viele Komplimente bekommen. Jedoch, ja, schlussendlich nützt das ja für uns. Also nicht so viel. Aber ja, ich würde sagen, wir sind sicher noch motivierter für die nächste Saison. Jetzt. Und dann steigt die Vorfreude auf die Eis, oder? Ja, klar. Ja. Ich glaube, das ist sowieso ein bisschen unterschiedlich. Als Gefühl, ein paar gerne nach der Saison gehen, machen sich 2 Wochen Pause und dann gehen sie wieder auf die Eis und schauen, dass jede Woche mal auf die Eis kommen. Ich habe das eigentlich schon immer ein bisschen anders gemacht. Ich brauche die Distanz von mir, um mich wirklich wieder gickerig zu werden. Ich habe das Gefühl, es ist schon langsam wieder ein bisschen da. Ja. Gut, dann wünsche ich dir eine ganz gute Saison und danke nochmal für Danke, ja. Merci. Gut gewesen, ja.